Tu ich wissen. Wobei. Jo, mal wieder was für die Polizei. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Und ihr seht's, hier sind wir wieder an einem wunderbaren Kanal angekommen. Ein Kanal, an dem wir schon öfter gewesen sind. Allerdings war hier eine Zeit lang ein Boot gewesen, vor einem Jahr oder sowas circa, wo wir das letzte Mal auch hier waren. Und jetzt ist das Boot weg. Und wir haben hier so krasse Sachen schon rausgeholt, dass ich mir vorstellen kann, dass auf dieser Seite hier schmackotastische Sachen noch drin liegen werden, meine lieben Damen und Herren. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Dieses Video hier heute wird gesponsert von Hemiway und genauer gesagt dem Cruiser. Dazu wird es dann nachher eine cinematische Werbeeinblendung geben, die ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Keine Ahnung, wer durfte die abzusagen? Es sind so coole Sachen und für euch sind da auch coole Sachen dabei. Deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht zu doll. Ich hoffe, es gefällt euch sogar. Wir versuchen es qualitativ alles auch ein bisschen auf einem guten Niveau zu halten. Ja, deswegen, es wird ungefähr 3 bis 4 Minuten gehen, die Integration. Vielleicht gefällt sie euch ja sogar. Wir schnacken nicht lange rum. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr auf diesem wunderbaren Kanal hier. Wir machen jetzt ein bisschen Double Time Rap. Könnt ihr auf Instagram auf jeden Fall vorbeischauen. Da könnt ihr ein Follow da lassen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt hier den Magnet von Pinball und Kletter Shop. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Magnet werfen wir rein. Da riech ich Bock. Und let's go. Ich muss das auf. Das war wirklich schon nicht schlecht. War Double Time, oder? So, das ist der erste Magnet mit den ersten Funden an diesem Spot. Ich habe noch keine Ahnung, was uns in diesem Spot hier noch Tolles erwarten kann. Aber was die Funde angeht, die hier schon mal gemacht wurden auf der anderen Seite, könnte ich mir hier krasse Dinge vorstellen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Seid gespannt. Ich bin es auch. Muss mal aufpassen, dass ich hier den Stromkabel nicht mitnehme. So, Magnet ist wieder voll. Ja, das könnt ihr hier alles erwarten. Deswegen filmen wir lieber. Aber das ist noch nicht so spannend. Oh, aber ich bin hier echt guter Dinge, Tobi. Und wenn ich sage, dass ich guter Dinge bin, dann kannst du hier auch was erwarten. Ja, kannst du, finde ich. Ich hoffe, die Mikros sind an. Ja, jetzt kann man auch immer erst gucken, wenn man schon die ersten 10 Clips gemacht hat. Was ist das denn? Oh ja. Und spannend. Oh, eine fette Schraube. Cool, aber unspannend. Und das hier ist auch eine fette Schraube. Der Magnet ist schon deutlich schwerer. Eieiei. Was haben wir hier? Ja, Stahlbeton. Oh ja, das ist geil. Ein Zippo. Wenn es ein echtes ist, können wir es einschicken. Und bekommen neues. You are leaving the American Sektor. Warum? Also ja, okay. Mauermuseum. Okay, ist kein echtes Zippo wahrscheinlich, wenn es ein Mauermuseum ist. Aber ein Zippo. Okay. Checkpoint Charlie steht noch drunter. Ja, das sind Souvenirs, cool. Ah, was ist das? Klar, das Kabel nervt, ist klar. Aber der Magnet ist voll. Und ich hoffe, dass wir hier jetzt was Spannendes finden. Alter, jetzt ist es schwer. Jetzt war es jetzt kurz vor Ende, haben wir was Schweres rangekriegt. Alter. Ah, okay, aber ich erkenne schon, was es ist. Ist nicht so spannend. Das hier ist cool, aber auch, ja, es ist cool. Nämlich von Thor's Hammer. Von Thor, weißt du.
Hier unten war der Holzgriff dran. Das ist cool. Das war fast auch zu erwarten, dass wir das noch finden werden. Machen es mal ein bisschen sauber. Naja, ihr seht es, denke ich. Ich weiß nicht, wer immer ankommt und sich denkt, jo, das sägen wir jetzt ab. Jungs, habt ihr die Kreissäge dabei? Das sägen wir ab. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Egal, wir haben es wieder repaired. Da ist es. Sehr schön. Ja, ein Hammerfund. Ja, das ist der zweite Hammer, gerade eben der erst eingefunden. Beziehungsweise einen halben. Der ist jetzt auch nicht im viel besseren Zustand. Alter, meine Nase juckt so. Aber er ist ein Hammer. Sehr cool. Gefällt mir. So, Freunde. Und passend zum heranschreitenden Sommer haben wir folgende wunderbare Integration. Schaut auf jeden Fall die nächsten 3 Minuten. Spannend zu, wenn es euch nicht gefällt. Einfach skippen. Ihr werdet vom Magnetfischen nicht weniger sehen. Ich werde das Video nicht gleich lang lassen mit der Integration, sondern das Video wird etwas länger, damit Magnetfischenanteil immer noch gleich lang ist. Ich hoffe, das ist für euch ein geiler Kompromiss. Wenn euch das alles gefällt, dann checkt auf jeden Fall die Biografie ab. Aber das sage ich ja im Clip nochmal. Und jetzt schaut euch an, was wir von Hemiway bekommen haben. Und einen Vorteil bringt das Ding auch noch mit. Wir haben nämlich Fat Reels, sagt man so im Fachjargon. Und damit kann man Sachen machen, die man mit so ein bisschen dünneren Reifen nicht machen kann. Und ich glaube, das Feld ist ein guter Test, oder? Ich würde sagen, fahren wir drüber. Funktioniert wirklich unglaublich geil. Also man kann richtig gut über das ganze Zeug hier rüberfahren und sowas ist ja auch relativ weich. Ja, diese fetten Reifen sind unglaublich geil. Und ich sag mal so, die fetten Reifen wären eigentlich nur ein Gegenargument, warum man sich die nicht holen sollte, wenn man keine elektrische Unterstützung hat. Aber da wir hier 250 Watt elektrische Unterstützung haben und sogar das Anfahren durch diesen Hebel hier total erleichtert wird, jetzt fahre ich in Tobi rein, hat man einfach keine Probleme. Es ist unglaublich geil. Ihr müsst einfach nur diesen Knopf hier, diesen Hebel hier drücken. Ich komme perfekt sogar über so einen Hügel drüber. Und dann, wenn ihr so eine kleine Geschwindigkeit habt, dann könnt ihr hier einfach reindrücken ins Pedal und dann drückt der Motor aber richtig ab hier. Wenn ihr doch ein bisschen sportlicher sein wollt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier an diesem Display mit diesen Plus- und Minus-Tasten die Leistungsunterstützung einzustellen. Ich bin die ganze Zeit auf Leistungsstufe 5, höchste Stufe gefahren, weil ich bin ein fauler Sack. Aber ich kann es einfach, es ist unglaublich geil, es macht unglaublich viel Spaß. Bis zu 25 km/h unterstützt der Motor, damit es auf deutschem Markt zulässig ist. Ich würde sagen, die nächste große Radtour kann kommen. Ja, und es gibt ja auch ziemlich viele Elektrofahrräder, die gar keine Gangschaltung haben.
Hier haben wir bis zu 7 Gänge eine Schaltung mit dabei. Das heißt also, wenn ihr jetzt mal keine Ahnung, keinen Strom mehr habt oder sowas, dann ist das Fahren trotzdem noch relativ angenehm. Die Reichweite liegt so ungefähr bis zu 60 Meilen. Wir haben jetzt schon 4 hier rumgetestet heute und wir haben hier auf dieser Anzeige auch noch keinen einzigen Balken verloren. Ansonsten können wir hier unten uns einstellen, wie viel Höchstgeschwindigkeit wir heute gefahren sind, unsere Durchschnittsgeschwindigkeit, wie viel Kilometer wir jetzt schon gefahren sind in diesem Trip. Ihr seht, 15 Kilometer sind wir schon gefahren. Ihr seht auch den Akkustand, der ist immer noch auf Maximum. Genauso seht ihr hier, dass wir Licht anhaben. Und jetzt habe ich Licht ausgemacht zum Beispiel. Ist ziemlich geil. Ihr könnt jetzt unten mal gucken in der Videobeschreibung. Da ist nämlich ein Link zu diesem wunderbaren Fahrrad. Es ist nämlich das Hemiway Cruiser. Und ihr könnt jetzt über diesen Link mit dem Code LANGE 50 Euro sparen, wenn ihr euch so ein Teil holen wollt. Jetzt für den Sommer ist das auch einfach richtig geil. Und ich persönlich muss echt sagen, mein Highlight in diesem Fahrrad sind diese fetten Reifen. Weil du kommst überall drüber. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin über ein Feld gefahren. Ja? Und mit welchem Fahrrad kommt man über so ein Feld? Wenn nicht mit so einem. Und das ist geil. Mit dieser geilen Reichweite, die dieses Fahrrad hier hat, werde ich jetzt erstmal auf Tour gehen, meine lieben Damen und Herren. Es ist zwar schon dunkel, bis zum nächsten Morgen muss ich ankommen. Also, tschüss! So, Magnet ist voll. Komm schon, geil, ein Stahlträger. Ich möchte aber cooler als Stahlträger. Ach. Mann. Komm schon. Ich habe hier viel krassere Sachen erhofft. Naja. Ich sag mal, das könnte ja. Das könnte ja vom Panzer stammen. Ausgeschnitten. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein Lenkblatt oder wie auch immer der Kram heißt von einem Schiff. Oder vom Schiff, vom Boot. Bittchen. Na gut, okay. Jo, mal wieder was für die Polizei. Beziehungsweise sogar besser gesagt für den Kampf mit dem Räumdienst. Allerdings lohnt sich das fast gar nicht, weil das Ding selber ist nicht mehr besonders gefährlich. Man sieht 6 Kanten. Man sieht hier oben eine Vorrichtung, wo etwas drauf ist. Für die, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Entweder berichtigen sie mich gerade und sagen, das ist es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir hier es mit einem Zünder von einer Stabbrandbombe zu tun haben. Oder Stabbrandgranate. Ja, ist eigentlich so lang, glaube ich. Hier das ganze Ding, wo der Sprengstoff drin ist. Aber ohne Sprengstoff ist das erstaunlich ungefährlich. Sollte man aber trotzdem nicht selber eigenhändig transportieren. Das macht man nicht. Ja, aber Zünder von einer Stabbrandgranate. Also wir reparieren hier das Geländer. Ganz entspannt. Ja, nur passt doch schon wieder wie angegossen. Traumhaft. Aber wie oft, also wie viele? Ich frage mich wie und ich frage mich warum. Nee, ich frage mich echt wie. Oder? Ja. Krass, komisch. Egal. Du sollst aufs Klo gehen und mich nicht filmen, du Idiot. Das ist wieder Tobi, deswegen steht er da oben. Ein Lautsprecher, ein Pieper vielleicht? Ein Pieper. Ich mir vorstellen. Sekunde. Wenn das so an Kleidung dran ist, würde ich sagen, weißt du? Da steht ganz laut Piep, wenn das abreißt. Ansonsten. Ja, nur Schrott. Nur Schrott. Ja, aber was Schweres. Fühlt sich wie ein Stahlträger an, würde ich sagen. Und es ist. Ja, ein Stahlträger. Das ist ein sogenannter Haarträger. Man kennt sich aus mittlerweile. Schade. Ich dachte, dass hier noch deutlich geilere Sachen rauskommen als nur Bauteile von irgendwie Brücken oder so. Das. Oh, ist schade. Wir gehen jetzt mal unter die Brücke in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen mehr Erfolg haben, was die besonderen Funde angeht. Wenn nicht, dann wird das Video für euch normal weitergehen, für uns einfach in den nächsten Tag schreiten. Dann werden wir an einem Spot sein, wo wir vielleicht noch ein paar geilere Sachen finden. Aber wir machen erstmal die Brücke hier weiter. Let's go. Vielleicht brauchen wir es ja gar nicht. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich kann dir nicht sagen, was das ist.
hier irgendwie so 4 Schrauben. Dann ist hier so ein Gummi, fast schon Gelee-artig dazwischen. Ich kenne den Geruch, aber kann ich nicht zuordnen. Ist auf jeden Fall nicht lecker. Ansonsten sieht das Ding einfach so aus. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, was das ist. Das weiß ich überhaupt nicht. Kann ich euch nicht verraten. Eine Tasse, eine gelbe. War einfach magnetisch. Total magnetisch. Ja, aber ich habe echt gedacht, dass es hier deutlich spannendere Dinge gibt. Ist aber nicht der Fall. Ansonsten waren hier gerade noch Leute gewesen, die meinten, dass sie da ein Handy fallen gelassen haben. Irgendwie sind das in letzter Zeit uns viele, die ankommen und sagen, ja, mir ist da ein Handy reingefallen. Naja, aber wir finden es ja eh nicht. Aber egal, ich würde sagen, wir kommen jetzt für uns erstmal zum Ende, für euch aber nur ein Cut. Und dann geht es für uns an einen anderen Tag und für euch jetzt gleich weiter. Bis gleich. Ja, bist du ins Wasser gefallen? Ob du ins Wasser gefallen bist? Nee, ich bin abgerutscht. Also Socken? Und Badelatschen haben wir nur. Ich habe keine Schuhe zu Hause gehabt. Ja, wenigstens, dass du nicht wieder die nassen Schuhe... Junge, Schuhgröße 95, sag's dir. Ist das ja, Mann. So, dann haben wir das auch geklärt. Neuer Tag, neues Glück. Das Video geht ja für euch einfach weiter. Und, ja, mal gucken, was wir heute finden. Let's go. Maskottchen und Kose auch mit dabei. So, ihr seht's, spontan für Watthosen entschieden. Wo ist denn hier der Benzel hinten? Kannst du mir den mal geben? Oh, danke. So, da hinten müsste ein Tresor drin liegen. Haben wir schon gesichtet. Den will ich haben. Hey. So, der Scheiß, ich nehme der Gerät in der Hand. In der Hand, in die Hand. Und du versuchst von hier drüben zu filmen, so gut es geht, weil ich habe jetzt keine GoPro dabei. Na gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, du filmst einfach irgendwie. Let's go. Ah, schön ist's. Oh, mein Magnet ist voll. Ja, bin noch nicht mal losgelaufen. Ah. Ein Tresor. Da hinten war alles schön eben unter der Brücke, hier nicht mehr. Vorsicht, kipp mal ein bisschen aus. Ja. Nee, es ist hier so ein Geldschließfach. Ja, das kann sein. Du packst oben so Geld rein, also ein Bankschließfach, weißt du? Oben packst du es rein, dann kommt ja. Hier unten rein, so ein Nachttresor. Oh, warte, mal auskippen. Ja. Das sind nur Zwischenwände, oder? Ja. Nee, da wird nichts drin sein, denke ich. Aber wie soll es auch anders sein, ne? Wie soll es auch anders sein? Na gut, dann hole ich mal meinen. Krass, wie die einfach die Bolzen da abgebrochen haben. Ja, einfach rausgebrochen. Na gut. Ganz sicher, Ding. Total sicher. Ja. Wir gehen wirklich bei jeder Wetterbedingung hier rein. Aber ich finde, es ist gemütlicher, wenn es regnet und man selber auch im Wasser steht. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das halt. Jetzt schreien sie alle rein, du kannst doch nicht die Lebensmittel verschwenden. Ich habe das gerade selbst aufgefüllt hier mit Wasser. Okay.
Ja, die habe ich gerade gefischt. Also die muss wirklich, also heute. Die ist von heute, würde ich sagen. Also die ist von heute. Sicherheit. So, mal gucken, wie spannend das jetzt hier noch wird. Ich will noch was finden, was Schönes. Krass, dass hier immer noch so viel rauskommt, obwohl wir hier schon so viel rausgeholt haben. Ein Spaten, meine lieben Damen und Herren. Wie er lebt und lebt. Aber der sieht noch gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das Blatt kriegt man noch gut sauber. Dann ist das ein richtig gutes Ding. Wunderbar. Ah, vom Einkaufswagen. Ja, na klar. Natürlich, vom Einkaufswagen. Der Griff. Ja, auf jeden Fall. Na, er ist nicht erkannt mit der Kette, hä? Ja, ja, genau. Vielleicht ist da ja noch was drin. Ich dachte mir, ich mach das nicht. Also eigentlich wollte ich es auf deinen weißen Schuhen machen. Oh! Hab ich ja jetzt. Ja, der Typ, der hat ja schon neu. Oh, da geht die Funbox auch schon auf. Nichts drin. Schade. Weiter geht's. Ich hätte aber Audi gesagt. Okay. Ah, oh, was ist denn das? Ah, nee. Nicht gut, oder? Ich bring's dir mal hin, du kannst es haben. Und von was ist eine Felge? Von Jeep? Ford? Naja, das sieht eher wie ein Stoßdämpfer aus, oder? Oh nee, das ist komisch geformt. Aber es ist ölig, ist ein Dämpfer. Also. Ja, ne? Deswegen hätte ich auch gesagt, dass es ein Dämpfer ist. Tu, ich, weißt du? Wobei? Das sieht aber schon wieder komisch aus, oder? Mhm. So eine Phosphorspitze, der da? Mhm. Dann bitte ins Wasser. Ja, das ist doch Phosphor hier, oder? Ja. Echt? Ja. Oh, es riecht auch sehr stark. Aber ich weiß nicht, ob es nur Öl ist oder ob es... Riecht aber nach Öl, wa? Ja. Komisch. Hä? Ich kann auch mal nach Rost riechen. Oh, was kommt? Da, Stoßdämpfer. Oh, ein Stoßdämpfer. Bestimmt von einem Ford. Hallo? Nein, ich meine nur passend zur Felge. So. Ach, kling! Ah. Ich meine, euer Ford, der halb so groß. Spaß. Ja, soll ich das klauen? Hab's! Ich hab's wie als, weißt du? Guck, jetzt hören wir beide was Cooles raus. Ist das nicht toll? Irr, da ist irgendwas Lebendiges drin. Guck mal. Also. Würmer. Aber was für Würmer? Ich will aber nicht wissen, warum da Würmer drin sind. Oh, ich will es doch nicht haben. Lass mich weg. Habe ich es weggemacht? Nee. Wo ist er hin? Das ist irgendwie, da sind Würmer drin. Ist ein Wurm auf jeden Fall. Ja. Aber es ist nur Deckel irgendwie. Oh. Glaube ich. Oh. Oh, ein Karabiner. Eine Hängematte. Oh, sie riecht aber auch abartig. Die Karabiner sind auch sauber. Das habe ich ja noch nicht gerochen, sowas, ne? Doch, die Gemüsebrühe. Die war. Ein Glas Honig? Oh, nee. Klare Gemüsebrühe. Machen wir uns gleich was Geiles zu. Machen wir uns kein Essen. Boah, wie das stinkt! Die war übel, aber ich glaube, sie war nicht so. Aber die war auch schlimm. Boah, aber das ist ein Geruch für eine Hängematte? Die schon ein paar Jahre da unten liegt. Aber die kriegt doch nicht so einen Geruch. Aber ich hab Karabiner. Boah, aber die kriegt doch nicht so einen Geruch, oder? Boah. Ja. Alter Schwede. Das ist übel, oder? Oh. Boah, warte mal. Warum riecht das? Nee, das kann nicht nur der Matsch sein. Da war irgendwas drin. Sonst wären die Würmer da auch nicht dran gewesen. Boah, damit kriegst du auf jeden Fall auch ordentlich Fische hier raus. Ach hier, sieh an. Haben wir denn hier Schicket? Ist das ein Radio oder was? Na, ich bring's mal an Land, wa? Auf hier passt, ich leg an. Boah, irgendwas ist hier auch. Ich weiß gar nicht, ich weiß. So, was haben wir denn hier? Sieht nicht wie ein Radio aus. Doch, warte mal, die andere Seite. Doch. Mit einem CD-Laufwerk und hier der Bildschirm. Nee, ist doch hinten, oder?
Und das ist schon vorne. Ja. Aber das ist wahrscheinlich eins, wo du das Bedienteil rausnehmen konntest. Genau, und das Bedienteil ist jetzt nicht mehr drin gerade. Und hinten ist die Anschlüsse. Klar, und hier CD rein, oder? Und hier kannst du bestimmt laut und leise drehen oder den Sender oder was auch jetzt. Sehr cool, weiter geht's. Also ich habe vorhin schon eine kleine Glocke gefunden und ich glaube, das ist eine große, würde ich sagen. Ich hoffe, mein Mikro ist an. Ja, sieht gut aus. Da hinten, da in der Mitte hing der, wie nennt man denn die Dinger? Wie nennt man die Dinger in der Mitte? Bei einer Glocke meine ich. Ding, ling, ling. Ist das eine Glocke? Das ist eine Glocke, ja. Bist du sicher, dass es eine Glocke ist? Ja, es ist keine Kappe von einem... Dachte ich auch mal. Aber nein, das ist eine Glocke. Ja? Ja. Dachte ich auch mal. Ist kaputt. Na, aber guck mal, hier in der Mitte ist auch diese Vorrichtung. Pendel? Das Pendel. Das Pendel? Hängt da in der Mitte. Ui! Jetzt wird's ja hier spannend hier. Jetzt wird's ja richtig spannend. Ui, ne? Euch europäische Gemeinschaft. Beglaubigte Kopiennummer hast du nicht gesehen. Eieieiei, jetzt wird's ja hier richtig spannend. Düsseldorf. Ausgestellt in Düsseldorf. Ihr dürft hier eigentlich jetzt nicht so viel lesen. Aber es ist alles einlaminiert, deswegen ist es im Top-Zustand. Oh, das lebt auch da drin. Ja, ja, es lebt alles hier, klar. Oh, hier so ein Blutegel, schön. Oh, der ist fest. Alter, der ist ja orschfest. Was ist das? Zeichnen der zuständigen Behörde Stadtverwaltung Düsseldorf. Für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr. Das sind alles Kopien. Alles das gleiche. Alles gleiches Datum. Alles die gleiche Suppe. Besondere Bemerkung. Verkehrsleiter Herr bla bla bla. ISS Facility Service. ISS? Google mal ISS Facility Service, was das ist. Eingebe. ISS Facility Services, ISS Deutschland, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Workplace Experience und Facility Management. Okay, hat also nichts mit ISS zu tun. Aber guck mal, hier wird, das sind alles überall Unterschriften drunter, dass die Kopie beglaubigt wird, also dass die Kopie genauso viel Wert hat wie das Original. Aber krass, und was für einen guten Zustand, oder? Naja, das ist halt alles einlaminiert. Aber krass, damit ist jede Kopie auf jeden Fall auch so viel wert wie das Hauptdokument. Ich kann mir vorstellen, dass es Fälschungen sind vielleicht. Wahnsinn. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist und was gemeint ist mit für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterverkehr. Güterkraftverkehr. Was damit gemeint ist. Hä? Dann ist es für LKWs. Kann sein. Aber eins ist anders. Aber bei mir im LKW sehen sie ein bisschen anders aus. Da hast du auch für die europäische Gemeinschaft. Ja, das kann sein. Für LKWs, ja. Aber eins ist anders. Guck mal hier. Kopienummer 001. Und das ändert sich hier überall. Ja, Kopienummer 5. Tatsache, ja. Also meinst du, ist es wirklich für LKW? Ja, für den grenzüberschreitenden Verkehr, ja. Also einfach... Bei mir, also ich habe auch so ein blaues Teil. Ja. Allerdings steht da... Ich hab's mir, wie gesagt, noch nie so genau angeguckt. Ich hab's immer bei. Und dann immer Polizei, hier, macht mal. Ja. Ja, das andere macht man ja nicht, ja. Gib mal, ich hab's einen Dokumentenordner, oder? Ja. Dann gibst du denen einfach und dann sollen die sich, weil da habe ich 100, also übertrieben, aber keine Gut, da wird Ahnung, das sicherlich drin sein, ne? Genehmigungen drin. Und dann sag ich, sucht euch immer was raus. Und ich weiß, dass so eine blaue ist da mit bei, auf jeden Fall. Krass. Ja, okay. In jedem Land musst du sowas bei dir ist sozusagen ins Ausland mit Ware fährst, dass das genau, ist sozusagen die einfachere Variante, um viel Ware zu über Grenzen zu transportieren. Ne? Genau. Aber cool. Das ist doch mal ein cooler Fund. Oder? Ja. Tja, man denkt, man hat schon alles gefunden. Ein Läusekamm von Moskito. Ist nicht ganz das, was man findet damit. Keine Moskitos. Aber, ist ein Läusekamm, würde ich sagen. Vielleicht für Tiere, vielleicht für Menschen, beides vielleicht. Das weiß ich nicht. Na gut, weiter geht's. Hä? Doch, klar.
Doch, mit dem Holz und so, warum nicht? Das ist nicht der Abzug. Ne? Nein, nein, der Abzug ist das nicht. Ne? Boah, mal her. Ja, das ist nicht der Abzug, aber das. Ich würde auch sagen, Tüchern hier. Ja. Ja. Bin ich ganz ehrlich jetzt. Stimmt. Aber also, es ist zu tatsächlich. Aber es sieht ja dermaßen so aus. Aber das ist halt nicht der Abzug. Und ein Abzug dahinter macht keinen Sinn, oder? Hier hätte man so ein Magazin reinbauen können. Aber nee, es ist tatsächlich ein Tüchern hier. Na gut. Aber ein cooler Fund. Und der heutige letzte Fund wird sein: eine Gaspatrone von entweder Gasflaschen oder Airsoft-Pistolen. Die haben so eine Dinger, glaube ich, auch drin. Sehr cool. Ich würde sagen, ich mache die Abmoderation jetzt einfach so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben und lasst ein Abo da. Schaut auf jeden Fall bei Hemiway nochmal vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Was kommt da? Da kommt ein Boot für dich. Oh, ich sehe es. Das fange ich auf. Was ist das? Einfach. Ach, ein Toast! Ein Toast! Das ist jetzt einfach. Alter, der sieht richtig gut aus. Der Toast. Oh Mann. Ich glaube, das ist aus dem Toaster vom Balkon ins Wasser gesprungen. Da, guck mal, da kommt noch mehr. Oh, lecker, schmecker. Egal. Ihr schaut unten in der Videobeschreibung beim Link vorbei von Hemiway. Hier ist der Code eingeblendet, den ihr benutzen könnt. Dann spart ihr 50 Euro auf die Bestellung eines Hemiway Cruisers. Und ihr unterstützt mich natürlich damit. Ich denke, für den Sommer ist das was wirklich Geiles, was man auf jeden Fall unterstützen kann. Ich finde, es ist eine geile Sache. Ansonsten schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr sowieso überhaupt nichts mehr hier auf diesem ganzen Kanal, weil da lade ich ja auch ständig Storys und alles Mögliche hoch. Dieses Video hier wird jetzt beendet sein, aber der Tag noch nicht. Und ihr seht, Mr. Jesus ist hier noch fleißig am Ziehen. Und das, was dort rauskommt, seht ihr im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war's von mir und Tobi, der hinter der Kamera steht. Und der ganze Maskottchen und Kobalde, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis in Double Time.